I am in love with you. You are in love with me. Ja, mein Schatz, ich beeil mich. Ja, ich habe jetzt noch einen schnellen Termin und dann komme ich danach direkt zu dir nach Hause. Bis dann, tschüss. Ja, es tut mir so leid, dass ich mich verspätet habe. Ah, das macht doch nichts. Ich bin jetzt gerade angekommen. Oh. Wie geht's dir? Was macht denn unser Kind? Ach, weißt du, ich kann ja noch gar nichts fühlen. Also, lass uns dann in den Park gehen. Oh ja, es ist so schön, dass du da bist. Komm. Ist das nicht schön hier? Ich freue mich schon so drauf, wenn wir mit unserem Kind hier rumtollen können. Mit unserem Jungen. Vielleicht wird es ein Mädchen. Das stimmt, es könnte auch ein Mädchen werden. Ja, wir wissen es ja noch gar nicht. Aber dann mit unserem Mädchen. Das ist doch völlig egal, oder? Ja. Das ist total schön. Guck mal, wenn du hier runter guckst, dann ist das so schön. Und hier kann es echt auf der Wiese rumtun. Wir können dann mit dem hier auf der Wiese liegen. Ich freue mich total drauf. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich bin heute nach dem Termin. Ja, wir müssen langsam losgehen. Ja, ich finde es so schade, dass wir immer so wenig Zeit haben. Es wird demnächst anders werden. Ja? Ja. Lass uns langsam zur Bahn zurückgehen. Okay. War ein schöner Tag heute. Das war so schön heute. Ich habe mich total gefreut heute, dich zu sehen. Und es wird noch eine Weile dauern, bis wir uns wiedersehen. Ach, es war so schön heute im Park. Tschüss. Komm gut nach Hause. Tschüss. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich jetzt da hoch? Jetzt muss ich hochlaufen.
treibt sie aber auch. Da ist sie ja da. Schön, dass du wieder da bist. Wow! Oh, es hat aber ganz schön lange gedauert. Aber ich bin einfach so froh, dass du wieder da bist. Sag mal, wie geht's eigentlich unserem Kleinen?